Neue Woche, neues Event. Wir sind bei TapTap Heroes. Hier ist euer Markus. Und wir haben heute Freitag. Das heißt, wir starten heute in die Woche mit dem Wunderbaum oder auch Miracle Tree Event. Und gleichzeitig gibt es die Heroic Runes, heroische Runen. Ruin. So. Parallel. Schauen wir mal. Hat sich irgendwie der Timer hier resettet? Keine Ahnung. Ich hoffe, die Entwickler kümmern sich noch darum. Ansonsten wäre es eigentlich nächste Woche dann abgelaufen und so hat sich es jetzt verlängert. Und das ist, glaube ich, bei den meisten nicht unbedingt nötig. Jetzt ist nicht jeder nach der ersten Tag oder nach der ersten Woche fertig, aber selbst bei mir ist es so, dass eigentlich hier die letzten paar Punkte, die ich offen habe, eher eine gewisse Faulheit zugrunde liegt, weswegen ich ihn noch nicht gemacht habe. Nun gut. Schauen wir uns mal die beiden Events an. Heroic Runes, ja, so Standardkost. Also jeweils drei Helden beschwören, 5-Sterne-Helden, Ajanshorde, Elfen und Untote. Und wie immer zwei Himmels- und zwei Hölle-Helden. Und dann bekommt man, wenn man alle noch geschafft hat, Geralt dazu. Dürfte jetzt nicht das Problem sein, mache ich so nebenbei. Wunderbaum-Event, ja, auch da standardmäßig. Und was haben wir bei den letzten? Also, wenn man 100 Beschwörungen macht, gibt es 6 Nott. Ich hoffe, ich spreche den so richtig aus. Jetzt denkt man zwar, ah, cool, ja, Hölle hält, ist ja richtig stark. Nee, ist leider nicht so. Unter den Helden, die es bei der Hölle gibt, ist er mit Abstand der Schwächste und auch ansonsten hat er zumindest in der jetzigen Form, obwohl er so cool aussieht, eigentlich in keinem Team was zu suchen, da er ziemlich schnell stirbt, nicht wirklich viel Schaden macht und kein Stun, kein Silence oder sonst was mit sich bringt. Nur, dass er eben ja, doch zwei Kleriker, also Kleriker silenzen kann. Das aber auch noch nicht mal mit hundertprozentiger Chance. Von daher nicht wirklich toll. Also solltet ihr nicht unbedingt das Event benötigen. Lasst es aus. Bei mir ist es jetzt so, ich habe 80 Kugeln. Kriege nochmal 10 dazu. Das heißt, mir würden theoretisch 10 fehlen. Allerdings kriege ich die auch über den Legionsshop, denn ich habe in letzter Zeit nicht wirklich was ausgegeben. Und da sind sie auch schon. So, ansonsten, wie ist so der Stand? Ich werkel weiter hier an meinem einsamen Helden, um ihn auf 9 zu kriegen. Die Quests habe ich ja noch offen. Da mangelt es mir wie immer an den goldenen Seelen. Ansonsten habe ich das alles, was ich benötige. Mein Monkey King ist weiterhin 9 Sterne. Genauso wie mein Mars. Ihr erinnert euch, erstes Ziel bei mir momentan Mars auf 10 Sterne zu kriegen. Dann Monkey King. Hier würde mir dann sozusagen für alle drei Teams dann nur noch Lindbergh fehlen, der auch der stärkste Held ist von Himmel. Allerdings habe ich bisher nur eine von 5 Kopien, die ich brauche. Und da ist es noch ein weiter Weg. Bei Hölle ist es so, dass Chessia so lala ist, macht extrem viel Schaden, ist aber auch extrem squishy. Und da fehlt mir noch eine Kopie. Ja,
Von daher ist jetzt die große Frage, soll ich Himmel und Hölle oder aber doch die Allianz pullen, weil ich ja eigentlich die gute Walküre haben will. Zweitstärkster Held momentan würde einen extremen Boost, noch mehr als Mars bedeuten. Allerdings brauche ich noch vier Kopien. Definitiv werde ich aber konvertieren, die Allianzhelden, in der Hoffnung, dass ich da Valkyren bekomme. Das ist jetzt die große Frage. Allerdings ist es auch so, dass ich ansonsten von Allianz nichts weiter brauche. Ja. Das ist natürlich, macht es jetzt auch nicht so leicht, die Entscheidung. Ich werde mal anfangen und schauen, die ersten drei Zehnerpuls und schauen einfach, ob eine Walküre kommt oder nicht. Und davon mache ich dann abhängig, wie ich danach weitermache. Okay. Kein 5 Sterne. Ja, machen wir noch mal den vierten. So, die Hälfte habe ich jetzt schon in Allianz gemacht. Irgendwie Miracle Eye Event geht immer sehr schnell, wenn man 10er Puls macht. Schauen wir mal. Danke, 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 danke. Dann nehme ich alles mit und natürlich habe ich einmal Tesla bekommen und welchen war der zweite? Ich glaube Löwenherz. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Okay, ich konvertiere erstmal. Schau, wie ich da weiterkomme. Ich behalte mal Mulan. Und da ich noch einen 6-Sterne-Helden brauche und ich noch nur noch einen zweiten Tesla benötige, mache ich mal das. Und holen wir mal den. War jetzt nicht unbedingt sehr sinnvoll, aber den will ich nicht. Nein. Okay, nochmal Mulan. Schon zweimal Mulan. Leute, ich muss mal hier kurz raus und gucken bei Heroic Runes, da ich mal ein paar so hier mal 10 5-Sterne-Helden pullen werde und es ja durchaus sein kann, dass da ein paar Allianz-Helden noch dabei sind. Ja, zwei nehme ich. Die kann ich dann nämlich gleich weiter konvertieren, weil ich wollte jetzt Tesla nicht, da ich den auf 6 Sterne hieven kann. Und Mulan
ist ja als 10 Sterne ein extrem guter Tank, der voll auf Ausweichen geht. Und ich habe hier eben auch schon ja, alle Kopien, die ich brauche, für Mulan sehe ich gerade. So, ich euch mal zeigen. Also Mulan vorher nicht benutzen. Wirklich nur 10 Sterne. Weil hier, also als Wanderer ist schon eine erhöhte Ausweichen und dann gibt es nochmal 20% obendrauf. Und Ausweichen wird nochmal erhöht. So, dann behalte ich mal das und dann werde ich mal weiter versuchen. Irgendwie. Valkyrie zu bekommen. Das war nichts. Ich schwenke, denke ich mal um, auch wenn ich nur Lindbergh und Chessia benötige. Aber ich mache half der Hälfte. Okay, das war jetzt zu schnell. Ich habe tatsächlich nur ein 5 Sterne gesehen. War auf jeden Fall nichts dabei, was ich benötige. Außer 3 Untote, 3 Allianzhelden habe ich. So, dann benötige ich noch einmal den hier. Und wohl ein davon. Den goldenen Priester. Und einen Himmelsrichter. So, jetzt müsst ihr mir mal helfen. Ich glaube, es fehlt noch ein Horde und ein Elf. Ein Horde und ein damit wären wir fertig mit den Heroic Roots. Und ich dürfte dann auch. Ja. Die letzten 10 haben. Oh! Wow! Also nicht super, aber immerhin 3-5 Sterne. Mit einem Pull. Das ist nice. Nehme ich gerne mit. Und da ist Vexenot. Ja, ich nehme vor allem die als Futter und Mondsteine kann man immer gebrauchen. Und damit haben wir eine Runde Miracle Tree und Heroic Runes beendet. Und ich werde jetzt nochmal schauen, ob ich nicht doch noch wenigstens eine Walküre bekomme. Kann auch nicht wahr sein. Wobei man muss ja sagen, so, Mulan brauche ich nicht mehr, habe ich schon 5. Ich habe ja sehr viel Glück mit meinen anderen. Also Mars super schnell bekommen. Monkey King bekommen. Von daher, Gold habe ich jetzt. Gems stapeln sich bei mir. Jo. Also nichts Außergewöhnliches passiert. Aber
Ich habe ein bisschen Gold bekommen und bisschen was zum Fusionieren. Ja, ansonsten werde ich jetzt mal hier schauen. Ich könnte einen Wetschvisier. Das mache ich. Das mache ich. Hole ich mir. Hatte ich nämlich noch nicht auf 6 Sterne. Und krieg noch mal ein bisschen Gold. Ja, und damit fehlt mir jetzt auch nur noch 1200, also noch ein 6 Sterne, dann kann ich ihn auf 8 Sterne bringen. Dann brauche ich nochmal 5000, dann 9 Sterne. Und als nächstes kann ich dann, wenn ich dann endlich mal 10.000 Essenzen, goldene Seelen habe, dann auch Mars angehen. Also daran scheitert es momentan. Bei mir. Und ich komme hier auch bei Höhle der Geheimnisse nicht wirklich weiter mit dem Team, was ich habe. Da fehlt noch der letzte kleine Sprung nach vorne. Entweder durch Gegenstände oder eben jetzt hier, dass ich die Walküre habe. Und damit Ultima oder mit Ultima tausche oder aber eben mir Mars hole. Die zerlegen mich immer so doll. Ja, das war's. Erstmal wieder in dieser Woche bei mir. Und dann schauen wir mal. Was die nächste Woche sagt, beziehungsweise wann mal wieder ein Update kommt. Das war's von mir. Bis zum nächsten wieder, euer Markus und wir sehen uns. Bis dann, ciao.